Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Das war eine schwierige Frage. Kommt ihr alle jeden Tag top gestylt und geschminkt zur Arbeit? Ja, also ich glaube, da bin ich das schlechteste Beispiel im ganzen Catrice Marketing-Team. Wir kommen generell im Produktmanagement eher ungeschminkt, würde ich mal behaupten, weil wir so viele Muster hier haben, die wir tagtäglich testen. Musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, dass man plötzlich komplett nackt zum Auto, nicht komplett nackt, Gesicht nackt zum Auto geht. Zum Glück müssen wir ja auch nicht immer top gestylt hier unterwegs sein. Ich dachte, steht im Arbeitsvertrag. Ja, bei mir zum Glück nicht. Wenn wir so einen tollen Videodreh haben wie heute, dann habe ich natürlich noch ein bisschen mehr Make-up aufgelegt, aber ansonsten eigentlich eher natürlich. Welche Eigenschaften muss man mitbringen, um bei Catrice zu arbeiten? Das Wichtigste ist, dass man offen ist und dass man leidenschaftlich ist. Großes Interesse für Make-up generell. Ja, das stimmt. Also ich finde, man muss auch ein bisschen verrückt sein, kreativ sein, gerade bei uns im Limited Edition Team. Man muss schon irgendwie ein Gefühl für Farben haben. Ja. Man muss ein gewisses Trendbewusstsein haben oder Interesse daran haben, Trends zu erleben, zu spüren. Esst ihr alle nur Salat? Das ist also die Frage. Ich mag keinen Salat, ne? Also das kann ich mit Nein beantworten. Ich habe ungefähr 2 Kilo zugenommen, seit ich bei Catrice arbeite. Die Frage war ja schon das ein oder andere Mal selbst ein Running Gag bei uns im Team. Ich esse zwar jeden Tag auch einen Salat, aber das ist nur ein Beilagensalat. Die Vahide und ich sind aber, glaube ich, auch ausgenommen von dem Ganzen, weil wir uns grundsätzlich 80% des Tages nur über Essen unterhalten. Stimmt, und da kommt Salat nicht so oft vor, muss man sagen. Wie lange dauert es, bis ein Produkt entwickelt wird und wie viele Leute sind daran beteiligt? Wir haben einen Produktentwicklungszyklus, der dauert über ein Jahr. Vom Brainstorming bis zum Punkt, wenn das Produkt dann im Markt erhältlich ist. Erstmal ein Kickoff, wo wir alle kreativen Ideen sammeln. Bis zum nächsten Mal versuchen wir, das zu realisieren. Wir fragen dann weltweit bei Lieferanten an, was wir uns vorstellen, was die Textur haben muss, welche Farben es sein sollen. Also anfangs natürlich im Brainstorming sind mehrere beteiligt, unsere Innovationsabteilung, als auch das Team an sich. Die Produktentwicklung selbst, da kümmert sich dann der Produktmanager drum. Bis das dann am Ende auf den Markt kommt, schon Oh, das Menge, ganze ne? Unternehmen ist dann auch beteiligt. Arbeiten bei euch auch Männer? Im Produktmanagement nicht direkt, aber im Einkauf, im Sales-Bereich. Um die Klischees aufrechtzuerhalten, IT ist genau. Eine Männerquote. Ich würde mich aber total freuen, wenn mehr Männer hier arbeiten würden. Also wenn ihr das gerade seht, ihr Männer, und euch bewerben wollt, kommt bitte zu uns. Ihr müsst natürlich Lust drauf haben, euch ab und an mal einen Lippenstift oder eine Mascara ins Gesicht zu schmieren. Bei euch im Büro ist sicher alles pink und plüschig, oder? Also an meinem Schreibtisch ist tatsächlich ziemlich viel pink, Plüsch. Leider auch ein bisschen. Also ich bin ein sehr ordentlicher und cleaner Mensch. Bei mir ist der Schreibtisch immer komplett aufgeräumt. Ich habe aber auch hart daran gearbeitet, dass mein Schreibtisch das Klischee erfüllt. Unser Büro hat auf jeden Fall pinke Bestandteile, aber es ist definitiv nicht alles pink. Bunt und unordentlich. Genau. Woher holt ihr euch die Inspiration für neue Produkte? Das ist ganz, ganz, ganz verschieden. Natürlich auf jeden Fall beobachten wir alle verschiedenen Märkte, also sowohl national als auch international. Social Media spielt eine ganz, ganz große Rolle, gerade in der heutigen Zeit. Inspiration kann von überall herkommen. Natürlich haben wir feste Quellen, aus denen wir immer versuchen zu schöpfen. Ja, und dann haben wir auch hier noch unsere Innovationsabteilung und eine Trendbeauftragte sozusagen. Genau. Auf der ganzen Welt unterwegs, auf Messen, holen sich dort Inspiration und teilen natürlich ihre ganzen Eindrücke mit uns. So viele Frauen, gibt es da keinen Zickenkrieg? Oh, doch, ständig. Man könnte es wirklich vermuten bei so vielen Frauen, aber das klappt unheimlich gut, weil wir doch irgendwie alle ganz normal sind. Ja. Also ganz ehrlich, nein, ne? Gibt's wirklich nicht. Ja. Bis jetzt herrscht hier absolut Harmonie, ist ganz tolles, unterstützendes Team. Es macht einfach so viel Spaß, alle helfen sich gegenseitig. Hast du schon mal ein Produkt entwickelt, was wider deinen Erwartungen nicht gut verkauft wurde? Wie war das für dich? Das ist natürlich immer sehr schade, weil wir super viel Zeit und auch Leidenschaft und man glaubt es gar nicht, wie viel Emotionen in so einem Produkt stecken. Ja, wahrscheinlich gab es schon den Fall, aber ich habe ihn verdrängt. Sehr gut.
Wenn ich weiß, ich habe 100% reingesteckt und es läuft trotzdem nicht, dann ist das auf jeden Fall niederschmetternd. Man freut sich natürlich, ich glaube, jeder Produktmanager kann das unterschreiben, wenn das Produkt im Markt ist und, ja. Und du das siehst, so, das ist dein Baby. Und wenn das nicht gut ankommt, ist natürlich immer schade. Ja. Aber dafür gibt's ja, machen wir so viele andere Produkte noch und die fliegen dann mal besser, als man selber erwartet hatte. Also es gleicht es immer ganz gut aus, würde ich sagen. Wer denkt sich die Namen für die Monolithschatten aus? Und braucht die Person noch eine Muse? Also die überlegen wir uns tatsächlich selber. Ich hatte zum Beispiel mal nachts die Idee und habe wirklich mitten um 2 Uhr nachts mein Handy rausgeholt und diese 4 Namen aufgeschrieben. Wenn ihr Vorschläge habt, immer her damit. Wir können sie auf jeden Fall durchlesen und dann seid ihr unsere Muse. Wir sind da immer offen und freuen uns. Was ist deiner Meinung nach ein unterschätztes Produkt? Ganz klar Eyeshadow Base. Ich habe ein sehr, sehr öliges Lid. Ich glaube, ich könnte damit mein Essen kochen, ganz furchtbar. Der Charming Fairy zum Beispiel war eigentlich, also ist nicht verstanden worden oder war zu abschreckend, glaube ich, obwohl er auf der Lippe super schön ausgesehen hat. Bei mir smudgt ja wirklich jede Mascara. Und die Better Than Waterproof ist die erste, die es nicht tut. Deswegen für mich wirklich der krasse Underdog in der Theke. Bekommt ihr als Mitarbeiter Rabatt auf das gesamte Sortiment oder ab und zu mal Goodies? Also wir haben ja zweimal im Jahr neue Produkte oder wo wir unser Sortiment aktualisieren und da bekommen wir auch die Neuheiten. Und die tatsächlich vom ganzen Unternehmen. Das heißt, wir bekommen Catrice-Produkte, wir bekommen Essensprodukte, wir bekommen Love-Produkte. Ja, und das macht immer super viel Spaß. Und es gibt bei uns auch die Mitnahmeboxen. Da hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, die Produkte von Essence oder Catrice sich mitzunehmen. Man nimmt sich immer diese riesige Tüte und dann sortiert man so ein bisschen raus, was man selber mal gerne testen würde. Und der Rest, da erfreuen sich Freunde und Familie dran. Wie ist es für eine Make-up-Brand zu arbeiten? Ja, es ist halt schön, sich so verwirklichen zu können. Das ist mein absoluter Traumberuf, sonst wäre ich, glaube ich, nicht hier hierher gekommen. Also es ist echt schön, also gerade wenn man selber viel mit Make-up experimentiert. Es ist einfach so schön, in der Produktentwicklung die Gestaltung vom Produkt und die Produktentwicklung zu verbinden. Und ich könnte mir keinen schöneren Beruf vorstellen. Der wahrgewordene Mädchentraum. Also ich glaube schon, was Cooleres kann man sich irgendwie eigentlich nicht vorstellen.